In dem heutigen Video geht es um den Starlines Silberstatus. Und dieser Silberstatus hat einige Unterschiede zum FTL. Ich hoffe, ihr habt das Video mit dem FTL gesehen. Wenn ihr neu hier seid, mein Name ist Lars Korsten. Meine Passion sind Meilen, meine Passion sind Punkte und Status. Deshalb ist auch unser Motto, mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Also, bleibt dabei und ich erkläre euch, was die Vorteile sind, aber auch das, was ihr da nicht erwarten könnt mit einem Starlines Silberstatus. Viele von euch haben auf der Karte, vielleicht wenn sie ein FTL bekommen haben, das silberne Logo gesehen. Ich werde das Logo hier in die Ecke rein posten und dann werdet ihr das Logo auch direkt wieder erkennen. Es hängt ja auch zum Beispiel an der Business Lounge bei der Lufthansa, bei der LOT oder bei der Austrian oder aber bei der Swiss. Also, das ist auch schon das Dilemma. Es gibt gar nicht so viele Business Lounges. Das ist übrigens ein Vorteil, den ihr habt. Ihr könntet die Lounge benutzen, wenn es viele gäbe. Aber die Business Lounges sind sehr, sehr rar und spärlich gesät. Deshalb ist es ein Dilemma. Wer allerdings zum Beispiel von Eurobonus eine Karte hat, hat auch dieses Logo. Da. Und dieses Logo ist ganz einfach ja nicht so weit verbreitet wie das Goldlogo. Aber ihr habt auch andere Vorteile, die etwas greifbarer sind bei dem ganzen Thema. Und zwar greifbarer in der Form, zum Beispiel natürlich, dass ihr mit dem Star Alliance Silber immer am Business Counter da quasi einsteigen, einchecken könnt und euren Abflug beginnen könnt. Wenn wir aber dann weitergehen, ist es die Wartelistenpriorität, die ein Vorteil ist, die auch allianzübergreifend ist. Das heißt also, unabhängig ob ihr jetzt, wie ich eben schon sagte, Eurobonus Victoria oder wie die ganzen Programme alle heißen, dieses Logo habt, was uns hier wirklich begleitet, dann ist es so, dass ihr diese Vorteile genießen könnt. Heißt also Wartelistenpriorität, ihr seid genauso bei anderen Fluggesellschaften, egal von wem die Karte ist, Hauptsache sind eine der 26 Mitglieder von der Star Alliance und da gibt es dann diese Wartelistenpriorität. Heißt also, wenn Upgrades oder wenn irgendwelche anderen Sachen kommen. Dann das nächste, was ein Vorteil ist, ist neben der Wartelistenpriorität der garantierte Sitzplatz, also diese Standby-Priorität. Aber da seid ihr dann auch hinter den Goldkarten, aber über denen, die keinen Status haben. Also insofern ist das auch die erste Stufe. Das erklärt auch, warum man bei diesem Status nicht wirklich so viele Vorteile hat. Ein anderes Thema ist, was auch ganz wichtig ist, es gibt, und das ist etwas, wo es keinen Vorteil für euch gibt, was man vielleicht erwarten könnte. Das wäre ganz einfach das Thema Lounges. Aber es gibt keine Starlines Silber Lounges, so wie es die Starlines Gold Lounges gibt. In Buenos Aires, in Amsterdam, London habe ich es gesehen, Los Angeles. Also das heißt, das sind alles Starlines Gold Lounges, aber da kommt ihr auch einfach nicht rein. Deshalb ist auch immer ein Credo, was ich habe, dass man den Status bei der Fluggesellschaft hat, bei der man am meisten sammelt, weil da hat man die meisten Vorteile. Wer FTL ist, kommt in die Business Class Lounges der Lufthansa rein, weil sie die Starlines Silver Lounges sind. Wer allerdings dann diese Lounges irgendwo anders sucht, außerhalb der Lufthansa-Gruppe, der wird nicht fündig, weil die gibt es einfach nicht. Und es gibt auch sehr, sehr wenige Partner-Lounges. Ja, also im Prinzip sind das schon die Vorteile bei der Starlines Silberkarte. Deshalb lege ich euch nochmal ans Herz, die Folge zu schauen, wo ich den FTL erklärt habe. Ich weiß, es ist ein etwas längeres Video. Schaut es euch an. Lasst aber auch für diese Folge ein Subscribe da. Glocke nicht vergessen. Das heißt, dass ihr immer erinnert wird, wenn es ein neues Video gibt. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, einfach unten reinschreiben in die Kommentarspalte. Ich antworte euch gerne. Ansonsten, wenn ihr andere Themen habt oder Themen, die wir besprechen sollen, lasst es mich auch wissen. Vielleicht mache ich dazu einfach ein Video. Also, in dem Sinne, kurzes Video heute, kurz, schmerzlos, schnell und ja, alles, was zu sagen war, war zu sagen. Es waren ja einfach nur 2,5 Vorteile. Also insofern, bis zur nächsten Folge vom Frequent Traveler TV und danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao.